Ja, gerechnet nicht, aber gehofft hat man das natürlich immer. Weil als junger Spieler ist sicher das Wichtigste, dass man so viel Spielzeit haben kann in NLA wie nur möglich. Und dass es so viel gut läuft, ich glaube, das kann ich nicht damit rechnen vor der Saison. Nein, ich sehe auch sicher nicht, aber man muss auch gerne sehen, was es für Goal sind. Dass man so viele gute Pässe bekommt, ist auch immer etwas Positives. Oh ja, das freut mich sicher. Aus dem Rhythmus eigentlich nicht, weil man gewöhnt sich recht schnell an das frühe Aufstehen. Aber es ist wirklich mit der Zeit, wenn du heimkommst vom Schaffen, gehst du wirklich noch 2 Stunden schlafen, bevor du ins Training gehst, weil sonst machst du es wirklich effektiv nicht prestieren. Ja, ich muss sagen, sie machen es gar nicht mal so schlecht. He? Nein, sie machen es wirklich gut. Sie treffen wirklich immer die richtige Musikstil richtig. Und mal, finde es gut. Ich muss auch weiterfahren. Ja, sicher ein sehr schwieriges, weil Thun ist sehr heimstark und natürlich auch mit ihrem Boden, wo nur Thun auf dem Holzboden spielt, sicher nicht einfach für uns, für das Trikot. Auch für das Spiel aufzuziehen ist sicher etwas ganz anderes, weil die Pässe gehen anders, Abschlüsse gehen anders und dann wird es sicher ein anderes Spiel sein, wenn er auch schon hier zu Zucker oder zu Kilpert. Ja, es ist sicher immer wieder speziell, gegen Malanz zu spielen. Schon letztes Jahr in den Playoffs haben wir es ja knapp nicht geschafft gegen die. Und es ist immer wieder ein sehr hartes Spiel. Um jeden Meter wird gekämpft auf dem ganzen Spielfeld. Und es wird sicher nicht einfach sein, so ein Verteidigerbauwerk zu knacken.